Hallo. Hallo, Frau Komaniak-Czyk. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit haben für uns. Ich freue mich auch, dass Sie uns besuchen kommen. Schön, schön. Super. Oh, wow, da sehe ich schon. Ganz schönen Eingangsbereich haben Sie. Ja, schön hell. Der Eingangsbereich ist für uns ganz wichtig. Ja. Ja, und der Eingangsbereich muss groß wirken, muss tief sein, muss viel Stauraum haben. Ah, da sind Schränke. Genau. Ah, das ist schön. Ja. Super versteckt, ja. Alles voll mit Stauraum. Ja, Kinder. Genau. Schultaschen. Hier ist passiert viel. Ja. Der Eingangsbereich, der wird ganz häufig stiefmütterlich behandelt. Hier verabschiedet man sich von Freunden, ja. Hier lässt man Freunde, begrüßt man Freunde. Hier passiert so viel. Ja. Und hier geht es ins Wohnzimmer? Ja, da geht es jetzt um die Ecke ins Wohnzimmer. So, oh, wow. Das ist unser Wohn-Ess- wow. und Küchenbereich. Das ist schön. Wir haben das, gefällt es Ihnen? Ja, mega schön. Wir haben es hier bewusst offen gelassen. Mhm. Es gibt viele Leute, die möchten die Küche extra, aber wir fanden es schön, hier mal als großen Raum zu gestalten. Alles in einem, gell? Ja, ein zentraler genau. Raum. Ja. Schön, wow. Auch mit den Fenstern, dass alles so lichterflutet ist. Ja, hier haben wir eine Marmor-Imitatplatte. Wir haben die hier als Arbeitsplatte und an der Wand. Mhm. Und vom Boden her haben wir eine ganz normale Holzimitatfliese. Und die Wirkung zusammen ist so warm, ja. Hat uns selber erstaunt. Richtig schön. Oh, hier ist eine Türe. Ja, das ist unser Technikraum und unsere Speisekammer. Ah. Ganz versteckt. Ja, Technikraum, klar. Braucht man auch, ja? Ja, oh, ja. Der Technikraum ist das Herz. Aber den will man natürlich nicht sehen. Deshalb haben wir ihn versteckt. Super schön. Oh, und das ist ein Sitzfenster. Ja, das ist ganz beliebt. Dieses Sitzfenster machen wir in allen Variationen. Oh, das finde ich schön. Mhm. Oh, toll. Und mit Stauraum. Ja. Hier überall sind Schränke. Ja, das ist das Tolle, dass man bei einem Sitzfenster, wenn man das dann so verkleidet, und wir bauen diese Möbel ja selber, ja. Dass man das dann gar nicht merkt, dass da Stauraum ist. Das tut dem Sitzfenster sogar gut, wenn man das umbaut. Mhm. Und so schlicht wie möglich, ohne Griffe. Mhm. Dann sieht das aus wie Wand. Wie Wand, aber ja. Ist der Stauraum ja. Für den ganzen Raum. Ja, wow. Was macht denn so ein richtig guter Grundriss aus? Also ein guter Grundriss muss gut auf die Familie abgestimmt sein. Mhm. Und wenn wir ein Musterhaus bauen, dann machen wir das immer so, dass wir uns eine Familie ausdenken. Wer wohnt hier? Okay, wer wohnt hier? Hier wohnt eine junge Familie. Mhm. Die haben eine Teenie-Tochter aus erster Ehe und ein Kleinkind aus zweiter Ehe. Ja, genau. Und das werden wir uns dann oben anschauen, wie das dann funktioniert. Wie groß ist denn jetzt dieser Raum hier? Das sind jetzt 42 Quadratmeter. Ah ja, schon 42. Ja, 42 Quadratmeter. Also, Sie haben mich ja gerade nach dem Grundriss, wie baut man einen guten Grundriss, gefragt. Das ist, wie gesagt, ganz persönlich, wird abgestimmt auf die Personen, die drin wohnen. Aber es gibt ein paar Parameter, die muss man einfach beachten. Die sind zum Beispiel? Zum Beispiel, es braucht einen Technikraum. Mhm. Baue ich ohne Keller, brauche ich auf dem Erdgeschoss-Grundriss einen Technikraum. Der muss zwischen 7 und 10 Quadratmeter haben. Den müssen wir irgendwo unterbringen, dass er nicht stört. Dann gehört eigentlich immer, wenn ich berate, gehört immer ein Flexbereich dazu im Erdgeschoss. Weil das braucht man. Wenn man krank ist, manchmal hat man sich den Fuß gebrochen. Was verstehen Sie unter Flexbereich? Ein Flexbereich, das heißt einen Raum, den man verschieden nutzen kann. Und dazu gehört ein Gäste-WC mit einer Dusche. Die Dusche ist so wichtig. Hunde, Gäste, die man oben nicht haben möchte, Kinder, die man mal schnell abduschen muss. Ich zeige es Ihnen, kommen Sie mit. Ah, das ist jetzt der Flexbereich? Ja, genau. Ja. Das ist der Flexbereich, denn das ist der Raum, der zum Beispiel, wenn die Schwiegermutter zu Besuch kommt, wenn wir jetzt wie im Augenblick ein Homeoffice brauchen, wenn sich mal jemand verletzt hat, nicht die Treppe hochgehen kann, kann er hier unten schlafen, hat er eine Dusche. Ja. Diese Kombination Flexraum sollte ungefähr 10 Quadratmeter haben und das Duschbad. Das Duschbad im Erdgeschoss, das halte ich für sehr wichtig, für einen guten Grundriss. So, das Thema Treppe. Ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Gell? Ja, ganz genau. Das ist wieder zu Ihrer Frage mit dem Grundriss. Die Treppe gibt eigentlich dann den Grundriss vor, was man macht, weil die Treppe teilt das Haus. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine gerade Treppe haben, dann brauchen wir viel mehr Platz.
als wenn wir eine gewendelte Treppe haben. Die gewendelte Treppe gibt uns hier aber diesen großen Raum. Ja. Also die Treppe, das ist eine große Überlegung beim Grundriss. Jetzt sind wir oben. Eine richtige Galerie haben Sie hier auch noch. Ja. Ein Riesenraum. Das ist jetzt natürlich dadurch entstanden, dass wir die Treppe hier so in den Raum, also in den Grundriss gestellt haben, dass wir später erstens mal einen kleinen, nochmal hier oben einen kleinen Zusatzraum bekommen haben. Und sollte man später mal eine Wand einziehen wollen, wenn noch ein zweites Kind dazukommt, können wir hier eine Wand einziehen. Dann haben wir eine Ankleide und nochmal ein Zimmer. Das ist ja super, auch Fernseher. Man kann sich einfach mal zurückziehen hier von unten weg. Ja, genau. Genau. Das hier oben ist auch so ein ganz toller Flexraum. Da kann die Tine mit ihren Freundinnen Fernseher gucken, wie spielen, Konsolen spielen. Und aber genauso gut der Kleine kann hier spielen. Das kann man vielseitig nutzen. Man hat einfach nochmal ein Wohnzimmer. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen die Kinderzimmer. So, hier ist das Kinderzimmer für unseren Teenie. Schön, wie groß ist denn so ein Raum jetzt? Beide Kinderzimmer sind gleich groß, das ist uns wichtig. 12 Quadratmeter in diesem Haus. Das ist nicht so groß, aber das reicht völlig aus für die Nutzung, weil die Kinder meistens auch sich im ganzen Haus aufhalten. Und 12 Quadratmeter, schauen Sie, das ist alles drin, was im Kinderzimmer ist. Dann schauen wir mal das andere Kinderzimmer an, das gleich groß ist, aber ganz anders wirkt. Okay. Ja. Doch, zuvor zeige ich Ihnen mal noch ein Geheimnis oder beziehungsweise zeige ich Ihnen nachher. Hier ist der Flur zu Ende und hier im Kinderzimmer geht es weiter. Okay. Kommen Sie mal rein. Kommen Sie mal rein und stellen Sie sich mal neben mich, damit Sie mal die Wirkung des Zimmers sehen können, wie unterschiedlich das wird. Wahnsinn, ja. Viel größer. Ja? Es wird viel größer, weil aber durch genau die Einrichtung, Größe. Durch die Einrichtung, ganz genau. Und jetzt zeige ich Ihnen noch das Geheimnis. Das Geheimnis. Dazu müssen Sie sich hier hinstellen. Okay. Ja. Mhm. Wir haben hier eine Ankleide versteckt. Oh, in dieser Wand. Deshalb haben wir den Flur gekürzt und hier eine Ankleide untergebracht. Kommen Sie so mal rein. Groß, wir haben hier, ja, wir haben richtig Platz für die Herrenseite, für die Damenseite, für die Wäsche, für die Gürtel, für alles, ja, für die und Taschen. Jeden alles ausgenutzt. Jeden, ja, jeden Quadratmeter ausgenutzt. Ja. Wir haben hier auf 16 Quadratmetern ein wirklich komfortables Schlafzimmer und eine schöne große Ankleide. Ja, absolut. Genau. Kommen Sie mal mit, jetzt zeige ich Ihnen noch unser Familienbad. Okay. Kommen Sie rein. Und fühlen Sie sich wohl? Ja, da fühlt man sich tatsächlich sehr wohl. Man fühlt sich wohl. Hier haben wir einen Mineralwerkstoff. Wir arbeiten viel mit Plattenware. Wir arbeiten mit Mineralwerkstoff, wir arbeiten mit Resopal Spa, wir arbeiten mit Alu-Dibond, das man bedrucken kann. Also wir machen sehr häufig fugenlose Bäder. Wie groß ist das Bad jetzt? Das Bad ist ca. 7-8 Quadratmeter. 8 Quadratmeter. Mhm, genau. Ja, wir haben hier eine Badewanne, wir haben hier eine große Dusche, also für 4 Personen super ausgelegt. Ja. Ja. Auch wenn noch ein weiteres Kind dazu käme, wäre es groß genug. Jetzt zeige ich Ihnen noch mal ein bisschen den Außenbereich, okay, weil das ist für so ein Haus ja auch ganz wichtig. Schön, freue mich. Ja. Das ist doch der Wunsch, schön, wenn man ein Haus baut, dass man einen Garten hat. Ja. Sonst könnte man auch einfach Wohnraum, eine Wohnung haben. Genau. Ja. Da sollte man sich dafür immer auch Zeit nehmen, den mit einzuplanen. Auch wo mache ich Gartenlichter hin? Weil der Blick von innen nach außen, der ist genauso wichtig wie der Blick absolut, innen. Absolut, ja. Genau. Schön, die Fassade. Ja, das ist. Wir haben hier eine kleine Stadtvilla gebaut mit mediterranem Charakter, würde ich mal sagen. Ja. Weil wir sind hier in Ravensburg und wir sind hier so am südlichen Zipfel von Baden-Württemberg und das war einfach die Lösung für den Bodenseebereich. Ja, schön. Schauen Sie, jetzt können wir uns ein bisschen setzen. Und dann würde mich interessieren, was Ihnen gut gefallen hat. Also mir hat es sehr gut gefallen, dieses ganze Offene. Einfach, dass man reinkommt. Man hat ein Zentrum, ein Wohnzentrum, ja, hier dieser große Wohn-Essbereich. Der Eingang finde ich super. Das ist mir immer ganz wichtig, weil ich das auch nicht mag, wenn ich irgendwo reinkomme und überall sind Jacken. Und ja, es ist ein sehr gelungenes Haus. Danke, sehr, sehr, sehr das schön. Freut mich. Ja, das freut sehr gelungen. Was sind denn Ihre wichtigsten Punkte, wenn man jetzt einen richtig guten Grundriss planen möchte?
Okay, also das Wichtigste, wie gesagt, die Bedürfnisse analysieren. Was braucht die Familie wirklich? Welche Räume braucht sie? Das Zweite, es gibt Parameter, die man einfach einhalten muss. Brauche ich einen Technikraum im Erdgeschoss, muss ich den dazu rechnen. Mindestens 7 Quadratmeter, also das sind fix Quadratmeter, die man einplanen muss. Dann wäre wichtig zu wissen, was möchte ich für eine Treppe. Das verändert meinen Grundriss total. Das teilt mein Haus anders als eine gewendelte Treppe, die meistens etwas mehr Platz gibt. Ja. Kann ich ein Dusch-WC reinmachen? Das halte ich im Erdgeschoss für ganz wichtig. Weil wir ja noch unten im Erdgeschoss diesen zusätzlichen Raum haben, der auch für das spätere Bewohnen so wichtig ist, diesen sogenannten Flexraum. Der kann Gästezimmer sein, der kann Musikzimmer sein, der kann Homeoffice sein, da kann die pflegebedürftige Großmutter oder der Großvater drin sein. Also diesen Flexraum halte ich für wichtig. Und zum Schluss noch, will ich meine Küche wirklich im Wohnraum haben oder nicht? Das ist auch eine ganz wichtige Entscheidung. Ja. Ja. Schön. Vielen, vielen Dank. Das war ganz toll, dass Sie uns alles so schön gezeigt haben. Ja, hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke.